Hallo und herzlich willkommen zum Bier-Adventskalender 2017. Erst einmal Gruß an die Abonnenten und dann an die anderen Zuschauer. Und freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir das vierte Türchen auf und ich schwenke jetzt die Kamera. Da sind wir wieder. Jetzt machen wir Tür Nummer 4 auf. Ich habe es halt gleich gefunden und Gutmann Hefeweizen. Das ist was Neues. Das war es zum Beispiel letztes Jahr nicht dabei. Da sind wir wieder. Jetzt ist schon Nacht. Am Vormittag habe ich es heute ausbackelt. So, also Brauerei Gutmann Titting. Das konnte ich mir sehr verkneifen, das zum Vorlesen. Und 5,2% Alkohol. Und sonst das übliche hinaufgeschrieben wird. So, jetzt machen wir jetzt. Aufpassen. Kann man schon denken, es ist jetzt kein Weißbier, glaube ich, aber es ist ja nichts anderes da. Ja, ich bin ein Bierprofi und nicht einmal ein Weißbier. Also, schön gut gekühlt. Farbe ist super. Und jetzt wollen wir mal die Gaudi. Gut, das ist sehr gut. Schmeckt richtig gut nach Weizenbier. Also leicht schön fruchtig. Und die Hefe schmeckt sehr gut. Also das Weißbier, das kenne ich gar nicht. Ich glaube, das werde ich mir mal so mal gönnen. Also sehr gut. Also der Bierkalender bis jetzt. Nur Top-Bade drin, also keine faulen Eier, das ist jetzt sehr gut. Gell? Also ich lasse mir jetzt mein Weißbier noch schmecken. Und wie immer an dieser Stelle, danke mir fürs Einschalten. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei Tier Nummer 5. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen, habe einen Hänger gehabt. Gell? Also greife mich wieder, wenn ihr morgen einschaltet bei Tier Nummer 5. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Servus.